Ich begrüße euch total und recht herzlich und möchte mit euch Weihnachten feiern. Weihnachten möchte ich mit euch feiern. Aber ich möchte jetzt, und zwar jetzt mit diesem Video, euch einläuten, 30 Tage zur Episode 8. 30 Tage Episode 8. Und geistig wird immer ein Türchen geöffnet. Somit werden 30 kleine Videoclips in die Welt gehoben, ja, in die Online-Welt. Das ist der weihnachtliche Kalender. In diesem weihnachtlichen Kalender ist diesmal keine Schokolade, sondern kleine Überraschung. Den habe ich mir kommen lassen, den ich natürlich dann extra nochmal öffnen werde, aus Spaß und Dollerei, sobald Weihnachten ausbricht. Oder aber ich lasse ihn zu und mache ihn irgendwann mal auf, weil der ist ja nicht verderblich. Der letzte mit Kylo Ren, den habe ich auch noch, der kommt sicherlich im nächsten Clip kurz vor. Da ist sie schon leider abgelaufen am 30.06.2017. Ich weiß nicht, jetzt nach fast 4 Monaten, ob ich da noch einmal öffnen sollte und die Schokolade essen. Ich weiß nicht, das lasse ich lieber. So, 30 Tage, 30 kleine Videoclips für Episode 8. Werde mir sicherlich was einfallen lassen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, es sind ja sehr viele Remakes gekommen. Von 77, dann 2004, 2011 wurde das alles nochmal remastert. Und diese Remasterstückchen kann man sich anschauen. Und wenn man sich diese Remasterstückchen anschaut, sieht man auch, dass hin und wieder etwas hinzugefügt wurde. So, wir fügen nicht zu. Wir verweisen auf unsere neuartige Clip-Technologie. Wir haben demnächst nur noch Art Kunst. Die Figuren sind dann in wunderschöne Displays drin und gut, kann man auch kaufen, aber der Preis ist dann heiß, der ist dann nicht mal eben ladenthekenmäßig günstig, nein, wird dann sicherlich etwas kosten, diesen hier kriegt man ja auch überall, ne? Amazon Dank und Kaufhaus Dank kriegt man ja diesen Art von Kalender, man kann auch hergehen und den BB-8 da hinten fröhlich nachmalen, ja, und dann sieht man auch, was da drin ist, eine Taschenlampe, Messerchen und so weiter und so fort. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt unterbrochen werde bei meinem ersten Clip. Nein, meinem ersten Clip werde ich nicht unterbrochen. Ich hatte hier aber leider nicht vor laufender Kamera 2 Kunden, die freudig waren im Rhein-Ruhr-Zentrum an der A40 in Mülheim beim Cinemax sich schon mal Karten geholt zu haben. Ja, ist die Schmuse-Ecke, ist die 4. Reihe, ziemlich große Beinfreiheit. Denn Rhein-Ruhr-Zentrum ist was für Leute mit langen Beinen oder groß. Ich muss aber unterbrechen. Hi, Grüße. Servus. Einfach ran wie immer. Ja, wie gesagt, so viele Star Wars Fans haben wir hier nun mal nicht. Deswegen gibt es nur noch die Online-Sache. 30 Tage, dann ist Star Wars 8. So, jetzt kommt eine neue Trilogie, war angekündigt. Und wie ich schon mal gesagt, in 10 Jahren werde ich dann noch mal sicherlich irgendwelche Figuren ausstellen. Dann feiern wir 50 Jahre. Und 50 Jahre können wir dann feiern, weil ja Kathleen Kennedy gesagt hat, eine neue Trilogie und jede ein Spin-off dazwischen, eine Star Wars Story. So, in 6 Monaten haben wir die erste Star Wars Story mit Han Solo, den jungen Han Solo. Und hier sind die Sachen, ich will sie jetzt nicht abhängen. Ich will hoffen, dass die Kamera es einfängt. Wir haben wunderbare Thematen an der Wand jetzt als Kunst, als Artkunst und auch als Kunst mit Figuren. Und könnte sein, dass ich jetzt wieder unterbrechen muss. Nein, ich muss nicht unterbrechen. Ich habe nämlich die Tür und die beiden großen Fenster jetzt im Blick, die Star Wars Fenster. Viele Jugendliche waren ja schon da. Deswegen habe ich auch diesen Kalender besorgt. Für den Kleinsten, also klein ist auch wieder nicht, aber für unsere Kleinsten um die 10 Jahre, die Star Wars Fans, die heute auch da waren, sich die Figuren angeschaut haben, die natürlich die allertollsten Figuren aus der Vitrine holen wollten. Sag ich, nein, das geht nicht, denn das ist ein bisschen teuer.
Und die junge Dame ist ein absoluter BB-8-Fan. Ne? Sie hat ihrem Papa Bescheid gesagt, der Papa kauft jetzt alles nur, was mit BB-8 zu tun hat. Und wenn er hier den Kalender dann sieht, wird er den sicherlich auch haben wollen. Aber den gehen wir nicht ab, weil wir den ja brauchen für die 30 Tage Star Wars Story. 30 Tage Star Wars Story über 30 Tage. Jeden Tag einen kleinen Videoclip irgendwie sich ausdenken. Das ist die Einleitung. 30 Tage nur noch, jetzt 29, dann 28 Tage. Einige haben, wie gesagt, schon die Vorclips gekauft, haben Tassen gekauft, haben die 3D-Brillen gekauft, haben die Sitzplätze schon geordert, haben auch schon bezahlt, haben also auch schon die Tickets. Die gibt es, aber wie gesagt, wenn ich mir das alles so anschaue, so ein Hype sehe ich nicht. Also ich kann immer noch gemütlich eine Karte besorgen. Gewisse sind, also gewisse Eingefleischte, auch vor allen Dingen die Herzchen, also da wo Partner sitzen im Kino, die sind natürlich schon weggebucht. Ich bin eine Einzelperson, mir ist, aber trotzdem möchte ich irgendwo in der Mitte sitzen. Ich würde mich vielleicht neben so ein Pärchen da setzen, links oder rechts. Und kann dann auf die große Leinwand schauen. Ich freue mich schon drauf, 30 Tage mit euch hier Türchen aufzumachen. Aber nur elektronische Türchen, keine echten Türchen. Das gute Stück kommt also auch wieder in die Frontscheibe, ja, damit die Jugendlichen sich den anschauen können. Weil ist ja jetzt eine weihnachtliche, vorweihnachtliche Zeit. Den ersten Weihnachtsmarkt haben wir schon auf. Ja, der ist schon auf in Steele. An der Steeler Straße im Ortsteil Steele. Ist halt der Steeler Markt schon auf. Jetzt, diese Woche und nächste Woche gehen die nächsten Weihnachtsmärkte on air. Und wer richtig Lust und Laune hat, klappert die alle mal ab. In Dortmund, sehr schön. Der Essener ist traditionsbedingt, ist okay. Aber der Dortmunder ist halt ziemlich sehenswert auf dem großen Platz. Jawohl. Habt ihr schön alles sauber gemacht? Ist die Stadt sauber? Ja. Wie weiß ich nicht, habt ihr das? Ja, das waren die Grünen. Politiker sind auch zwischendurch hier. Die interessieren sich aber auch nicht so für Star Wars. An alle Star Wars-Freunde, nur online. Deswegen machen wir das ja auch nur online. Wir sind jetzt hier in dieser Copy-Shop-Ecke. Man sieht, ist ein bisschen weniger geworden. Kaum noch Figuren da, weil die ja auch sukzessive weggehen. Einige dieser schönen Sachen sind also auch schon geordert, die auch weggehen. Da müssen wir immer nachbauen. Wir bauen so lange nach, solange wir noch Figuren haben. Unsere Figuren werden nämlich jetzt aus ihren Schachteln herausgenommen. Ach, komm her. Ja? Wir nehmen die jetzt aus den Schachteln raus und bauen uns wunderschöne, wunderschöne Dioramen. 30 lange Jahre für Star Wars, Krieg der Sterne etc. gearbeitet, die große PR gemacht, in einer Spielwaren. Sache und so weiter, deswegen kennt man schon ein bisschen die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. So ein super Hype wie online, den hat es nie gegeben. Jetzt wird es auch anders. Die neue Trilogie, die auf uns zukommt, hat mit diesen Herrschaften gar nichts zu tun. Man weiß gar nicht, ob der David überhaupt nach E8, E9 irgendwo in irgendeinem Star Wars oder die Daisy Ridley, ob die in irgendeinem Star Wars auftauchen wird. Weiß man alles gar nicht. Vielleicht holt man die irgendwann mal wieder aus irgendeiner Retorte. Ja, vielleicht holt man die aus irgendeiner Retorte und wenn ihr hier mal guckt, ich will hoffen, dass ihr den Chewie seht, in den, ich versuche den mal gerade zu kriegen, und jetzt haben wir den an. Mir gefällt diese Variante vom Künstler sehr gut, ja, wer ihn gesehen hat als Ip Man, die ganze Sache des damaligen chinesischen, japanischen Krieges, 1917 und so weiter, den Hauptdarsteller, der den Ip Man gemacht hat und in Rogue One auch, wie gesagt, den Inwin da gemacht hat, als Figur mit dem Darsteller an der Wand, sieht das wunderbar aus. Das ist jetzt unsere Idee, das ist auch meine Idee, ich befürworte diese Idee, die Figuren jetzt hinter Glas, ja, und als Deko-Ware an der Wand sieht es wunderbar aus. Und dafür bin ich dann. Also wie gesagt, das wird die Show. Jetzt muss ich unterbrechen. Hallöchen. Hallo. So, ich hoffe, die Vorankündigung der 30 Tage Return, ne, Return, also immer rückwärts, 29, 28, ne, die Türchen
Wahnsinns Star Wars Story hier aus NRW, aus dem Rhein-Ruhr-Zentrum Cinemax, wo es dann am 14.12. losgeht. Den 15., 16., 17. habe ich mir auch gerade beim Cinemax mehr angeschaut. Es sind noch Plätze zu haben. Ich lasse mich auch überraschen. Ne? Und das war die Einleitung. Ich hoffe, ich kriege das so hin, dass ihr auch Lust habt, es euch anzuschauen. Wie gesagt, die Figuren bekommen einen neuen Platz, eine neue Wertanlage. Hier ist zum Beispiel der Originalschnipsel von Teil 5. Müsste ich vielleicht noch beleuchten, damit man das besser sieht. Aber es ist gibt nur 9000 Stück davon, von diesen Schnipseln. Original 70 mm Schnipsel von der damaligen Aufführung kriegt ihr Sterne. So, die Nacht bricht rein. Es ist schon dunkel, ihr hört schon, die Elektronik ist wieder am Piepen. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn die Kunden reinkommen, mit den Kunden zu sprechen. Ich liebe es, wenn die Elektronik arbeitet und wir auf dem sogenannten Datenhighway, ihr seid hier auf dem Datenhighway Kiosk mit Zuhilfenahme von Maschinen. Ihr seid total recht herzlich willkommen. Es wird natürlich eine andere Perspektive geben, weil die Star Wars Lounge, die existiert nicht mehr. Der Stammtisch, der existiert noch. Aber wir werden jetzt weiterhin nur noch online einen sogenannten Online-Stammtisch machen. Wir werden jetzt online uns über die Filme unterhalten, über die Szenen unterhalten, über die Darsteller unterhalten. Und wir werden uns darüber unterhalten, ob es sich überhaupt noch lohnt, zu sammeln, Figuren zu sammeln. Aber wie gesagt, sie werden jetzt zweckentfremdet. Die Figuren werden jetzt eingetauscht und eingehüllt und eingearbeitet hier in diese sogenannte neuartige Wand, die demnächst dann neu gestaltet wird. Jetzt habe ich sie erstmal so hingehängt, weil wir gerade erst damit fertig geworden sind, um jeden Tag da so ein Türchenclip zu machen. Es werden natürlich auch wieder welche weggehen, weil einige haben die gesehen, wollten die sofort haben. Muss ich nur noch ausrechnen, weil verschenken kann ich nicht. Kann ich mir alles verschenken. So ein Obi-Wan Kenobi kostet ja alleine schon. Der Obi-Wan Kenobi alleine als Figur kostet ja schon 39,95. Und dann noch das perfekte Bild, ja, von einem Künstler abgelichtet, hier in diesem Diorama. Ja, ein Diorama in dieser Kleinform. Wir werden also nur noch Dioramen herstellen, Dioramen verkaufen. Nachtgeschichten, wir werden auch welche herstellen für Geburtstage, für Namenstage, für Weihnachten. Die werden wir auch sicherlich im Schaufenster ausstellen und darauf mal achten, was die Leute dazu sagen. Wir haben viel Werbung am Laufen, aber die Werbung ist heutzutage, sind wir ja mit Werbung überschüttet. Jugendliche Kinder machen ja auch schon Werbung, jugendliche Kinder machen ja auch schon selber Fernsehen, stehen vor der Kamera, also damit kann man jetzt keinen hinterm Ofen herholen. Ja, ich möchte jetzt auch keinen hinterm Ofen herholen, ich möchte euch an den Ofen bringen. Hallöchen! Hallo. So, jetzt ist Feierabend, jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Zeit. Ich läute es nochmal ein, 30 Tage Return, also Replay. Türchen auf, jetzt sind wir schon bei 28 Tage nur noch. 28 Tage, 27 Tage, geht ruckzuck, wie gesagt, ein paar Clips machen. Ich werde mir jetzt nicht so viel Mühe geben, dass ich jetzt jeden Tag einen Clip mache, weil guckt ja eh keiner zu. Wie ich schon vorhin sagte, die Jugend macht das ja alles schon selber. Es ist halt so, diese Anstrengungen, irgendwas zu machen, außer sich unterhalten, das bleibt ja Gott sei Dank. Ich habe ja gerade noch philosophiert, dass, wenn die neue Trilogie kommt, ob die Darsteller, die wir uns jetzt E7, E8, E9 ansehen werden, ob die überhaupt dann noch da sind. Mark Hamill bestimmt nicht, glaubt nicht, weil er wäre ja wieder ein Skywalker. Viele wünschen sich die Old Republic. Na? Mit Reven, mit Malak, Mogus, und wie sie alle heißen, also Old Republic. 40.000 Jahre bevor überhaupt alles angefangen hat, das wäre natürlich toll, wenn in unendlichen Weiten, ja, wenn die schon so sprechen, wie gesagt, J.J. Abrams wird schreiben, der Jason wird Regie führen und so weiter, der Jason wird vielleicht selber schreiben, irgendwelche Schreiber werden eine Dramaturgie hochfahren, denn zwischendurch kommen die Spin-Offs, wie gesagt, deswegen haben wir ja hier den Obi-Wan Kenobi, wir haben den Obi-Wan Kenobi
so wie er in 1, 2 und 3 zu sehen war. Dann haben wir hier den Obi-Wan Kenobi bei den Rebels. Noch werden wir einen fertig machen, den Obi-Wan Kenobi, wie er halt bei 4, 5 und 6 zu sehen war. Im Original Schauspieler, der einigermaßen ihm ähnelt. Also er ähnelt ihm ja schon ein bisschen. Ja, man hat sich da schon Mühe gegeben, ihn da doch wie den Original zu fertig zu machen. Ja, ja, hier blendet ein bisschen. Wie gesagt, es ist Improved TV. Es wird improvisiert. Es ist jetzt kein Timeline. Es ist auch kein Equipment erforderlich. Wenn die Kunden reinkommen, schalte ich ab. Habt ihr ja gesehen. Ich hatte gerade diese spontane Idee, weil wir ja nun mal den 14.11. haben. Den 14.11. 30 Tage. Und dann ist Star Wars in den Kinos. Wenn man so mit den Kunden so spricht und darüber philosophiert, wie gesagt, wir mögen es halt neu. Wir werden es jetzt auch neu machen. Wir haben den Merry Christmas Kalender mit BBA. Das sieht von dieser Seite schon schön aus. Ihr merkt schon Weihnachten. Wir haben auch ein wunderbares Porträt von Leia. Kann sein, dass das nicht allzu lange hier hängen bleibt. Wir haben es einmal in groß und einmal in klein. Ein wunderbar koloriertes Gemälde von Leia, ja, zum Gedenken an Leia bzw. an Fisher, Carrie. Und wie gesagt, darunter auch die nächste Lady aus Rogue One, die ja im Film verstorben ist. Aber Leia, wie gesagt, kommt ja nun mal nicht wieder und es sieht schon stark aus. Auch schon die kleine Variante des Ölgemäldes von Leia würdet ihr gerne jetzt sehen wollen. Ich schwenke jetzt aber nicht um. Da müsst ihr noch 30 Tage warten, weil das wird dann der letzte Clip sein. Der handelt dann um Leia. Ja, das war es auch schon von meiner Seite aus. Ich freue mich unheimlich, mit euch immer zu philosophieren. Ich freue mich auch, wenn ihr hier vorbeikommt. Ich freue mich auch immer, wenn ihr am Stammtisch da seid. Ich freue mich auch über die Kleinsten, die auch heute wieder da waren, zwischen 9 und 12 Jahre alt. Der Jüngste ist 6 Jahre und der Allerjüngste ist 3 Jahre. Da ist natürlich dann holler die Not. Da muss man natürlich auf die Figuren aufpassen, weil so ein 3-Jähriger krapscht doch schon gerne mal da rein, pflückt den auseinander. Und die 6-Jährigen Trabanten auch, die unheimlich pfiffig da um die Ecke kommen, da muss man schon aufpassen. Also wie gesagt, 30 Tage nur noch, an sich, wenn ihr das seht, nur noch fast, was ich, 20 Tage, weil es zischt ja ein Clip nach dem anderen, wenn man die aufmacht. Ich schaue mal, wie ich das machen kann mit dem Countdown. Das ist die Vorankündigung. Schaut rein, wenn es euch gefällt. Versuche ich auch so kurz zu machen, dass es sich lohnt. Tür auf, Star Wars, Tür zu. Irgendwie mit neuen Sequenz, aber es gibt so, also man kann sich so viel Mühe geben. Einmal googeln und man sieht doch alles. Ne? Man googelt und dann, na gut, mich sieht man doch da auch. Einfach googeln, dann sieht er mich auch. So, wie gesagt, das ist so eine Sache. Aber ich fand ich gerade toll, dass die Antwort schon kam. Ja, ich möchte doch gerne die Old Republic. Ich glaube, wenn so viele von Old Republic sprechen, schätzungsweise auch in Amerika, Old Republic, dass Disney vielleicht dieses Thema aufnehmen wird, in die neue Trilogie einarbeitet und dass wir dann Old Republic vielleicht sehen. Ich meine, die Charaktere dort, diese Dramaturgie, ist ja gar nicht mehr so schlecht. Und diese Art von Cowboys, die ja, ist ja auch nicht schlecht. Ja, also viele Jugendliche rennen ja hier schon rum wie so und mögen den Cowboy, weil sie das Spiel Old Republic spielen. Ja? Und so weiter. Ja, okay. Wie gesagt, ich bin aus dem Redefluss raus, wollte nur vorankündigen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Real verkaufen keine Figuren mehr, die sind alle weg. Ein Kollege hat auch gerade die Tür zugemacht, den gibt es dann auch nicht mehr. Hat auch versucht mit Püppchen, ne? Onkel, warum spielst du mit Püppchen? Ich finde das so toll, wenn Jugendliche fragen, Onkel, warum spielst du mit Püppchen? Natürlich spielen wir nicht mit Püppchen, wir haben ja unser Alter. Wir wollten an sich diese Figuren, diese Star Wars Figuren verkaufen. Wir wollten sie halt animieren, so wie früher in den 70er, 80er Jahre, da konnte man das noch animieren. Wir hatten unsere Kostüme, aber die meinen, wir wären ein Okkultist, einige, das ist so ein Okkultist, das ist doch dunkle Magie, das ist doch Nazi
Nee, weder Nazi, weder Dunkel, das ist Star Wars, das ist Krieg der Sterne. Das sind richtig, das ist spielbar, das ist Spielzeug für einige. Es hat sich schwer alles verändert, es wird sich vielleicht noch mehr verändern. Wollen wir nicht hoffen, dass es sich zu sehr verändert, dass wir vielleicht noch wunderschöne 30 Jahre irgendwie haben. Aber mindestens 10 Jahre, 50 Jahre Star Wars, wie wir 50 Jahre Star Trek gefeiert haben. 50 Jahre Star Trek haben wir ja gefeiert. 40 Jahre Star Wars haben wir jetzt gefeiert. Und die 50 Jahre wird ja wohl richtig, richtig gut, will ich hoffen. Bis dahin. Und jetzt mal mich vom Acker. Ich freue mich immer, wenn ihr zuschaut. Wie gesagt, das war jetzt improved. Es wurde nur noch kurz improvisiert. Wurde sich nichts dabei gedacht. Macht's gut.